Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem neuen FIFA Mobile Video. Ihr seht es richtig, Leute, das Oster-Event ist draußen. Endlich, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute schon rauskommt, hier am Donnerstagabend. Ich hätte echt wirklich gedacht, am Karfreitagabend kommt es raus, halt um 21 Uhr. Umso besser, dass es jetzt schon draußen ist. Ihr wisst, ich bin eigentlich über Ostern bei meiner Familie. Ich bin gerade am Sachen packen und so weiter und dann kam das Oster-Event raus. Und ich habe mir gedacht, komm, ey, ich setze mich jetzt hier nochmal hin und hau jetzt nochmal ein saftig-knaftiges Video zum Oster-Event raus. Wir werden uns das Ganze jetzt angucken, was man machen kann, welche Spieler wir holen und holen können, welche Spieler es gibt, etc. pp. Lasst direkt am Anfang ein Däumchen nach oben da, Leute. Morgen in der 20 Uhr Folge geht es dann richtig ab und Samstag noch mehr. Weil ihr kennt mich ja, Leute. Ihr kennt mich ja. Oh ja, das wird geil, Leute. Das wird richtig, richtig geil. Des Weiteren gab es heute schon eine 20 Uhr Folge. Wer die noch nicht gesehen hat, checkt sie auf jeden Fall aus. Ich gehe jetzt hier rein ins Oster-Event. Und ihr seht schon, Leute. Ich war schon einmal drauf, habe mir alles so ein bisschen angeguckt. Ihr seht, man kann hier, es gibt Eiersuche, es gibt Korpony, es gibt Bilderbuchhase, es gibt Bilderbuchtulpe und das Osterfest. Das Ganze geht erstmal 14 Tage und ich wollte noch ganz kurz sagen, ich nehme hier ohne Facecam auf, da ich ja wie gesagt eigentlich schon hier fast so mehr oder weniger am Abbauen war meines Equipments, weil ich ja ein bisschen mitnehme zu meiner Familie, dass ich dann halt auch da noch natürlich tagesaktuell FIFA Mobile aufnehme, weil tagesaktuelle Folgen sind mir persönlich ganz, ganz wichtig. Genau, also man kann hier durch Versus Angriff, anscheinend kann man so oft Versus Angriff spielen, wie man möchte und es gibt keine Begrenzung. EA lernt dazu, Leute. Wie oft haben wir das am Anfang gesagt, dass wir keine Begrenzung möchten, sondern suchten möchten, wie wir wollen. Und wer mehr spielt, kriegt am Ende dann auch mehr, ne? Ist logisch. So ist es ja halt auch im echten Leben, ne? Wer härter arbeitet oder, ja, okay, wer mehr halt arbeitet, wer mehr spielt, hat dann am Ende auch im Normalfall mehr, sagen wir es mal so. Genau, man kann halt hier die Eier bekommen, blaues, rotes, grünes, violettes, gold, Pysanke-Ei und ein Juwelenei, wenn man halt hier gewinnt. Genau, also mögliche Boni, das heißt, wenn man gewinnt, kann man ein Ei finden, muss man aber nicht mal. Das gleiche im 1 gegen 1 Modus und man kann natürlich auch Eier kaufen. Kaufe dieses Pack um einer automatisch. Okay, Leute, ich mach das jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Hier 250 Gems. Ich bekomme jetzt ein Ei oder was? Oder wie läuft das hier ab? Grünes Ei, okay. Ich habe jetzt ein grünes Ei. Ah, okay. Und bekomme jetzt, wenn ich das gratis mache, kann ich nur eins? Oder kann ich mehrere? Das will ich auch austesten. Das heißt, nächstes Gems. Eierpack, kann ich mehrere gleichzeitig? Ein Goldei! Holy shit. Ah, das ist ja nur mögliche Boni, ne? Leute, wenn wir direkt hier ein Goldticket raushauen, ne? Natürlich ist es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, aber wieso kann man dann nicht zusätzliches Feld hinzufügen? Um ein fünftes Eierfeld zu erhalten. Also, cooler wäre es definitiv. Ach, man kann das Ei sofort öffnen mit diesen Osterpunkten. Und wo kriege ich die jetzt denn wieder her? Das sind doch diese Ausbrütpunkte. Und da kriegt man 50 bis 100 gerade mal. Und für dieses Ei brauche ich 50 Ausbrütpunkte, oder? Ich muss halt 6 Stunden warten. WTF. Okay, das ist ziemlich... Also ich würde es cooler finden, hier aus... Tägliche Ausbrütfreischaltung. Bedeutet das, schaltet einen tägliches... Packs wird kostenlos täglich Ausbrütpunkte freigeschaltet. Das heißt, ich kann täglich ein Ei mehr ausbrüten, oder wie kann ich mir das vorstellen, okay? Also könnte man sich schon mal überlegen. Hier kann man sich Videos angucken für die Ausbrütpunkte. Also mit den Ausbrütpunkten kann man sich seine Eier hier vorne ausbrüten. Das haben wir jetzt schon mal gelernt, Leute. Ich versuche auch das für euch zu erklären, wenn ihr es noch nicht wisst. Oder wenn ihr auch noch nicht so wirklich wisst, was man hier so machen kann. Mit dem grünen Ei kriege ich hier vielleicht einen Elite Osterverteidiger, alles klar. Mit dem goldenen hat man die Möglichkeit auf ein goldenes Ticket, Leute. Und ein goldenes Ticket, das sind die heftigsten der heftigsten Spieler. Heftigere Spieler gibt es nicht als die goldenen Spieler. Ist einfach so. Das sind die 100er, 100 Gesamtbewertungsspieler. Aber es ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man halt so ein Goldticket bekommt. Genau. Dann sind wir damit durch. Also hier kann man die Ausbrütpunkte bekommen. Und leider
dann lohnt es sich auch eigentlich gar nicht so richtig, versus Angriff reinzusuchten. Weil wenn man eh schon 4 Eier hier unten hat, wieso sollte man dann noch mehr versus Angriff spielen, um Eier zu bekommen? Wisst ihr, wenn man jetzt pro versus Angriff Sieg, ich mache einfach jetzt mal ein Spiel, wenn man pro versus Angriff Sieg vielleicht Ausbrütpunkte bekommt, das wäre nämlich dann wieder, dann wäre das Suchtpotenzial natürlich gegeben, ne? Wenn man pro versus Angriff Sieg 5 Ausbrütpunkte bekommt, ne? Also, aber nur Eier zu bekommen, ich weiß es nicht. Vielleicht hat EA auch vergessen, dahin zu schreiben, dass man vielleicht 3 Ausbrütpunkte pro Sieg bekommt. Kann ja auch sein. Deswegen teste ich jetzt einfach mal aus mit euch gemeinsam. Und danach werden wir das Osterevent weiter erkunden. Aber ich hoffe natürlich, dass ich das versus Angriffsspiel hier mit euch gewinnen kann jetzt hier. In der Folge 99er Gesamtbewertung sollte eigentlich, ja, das, Alter, aber das lila hier, lila Glitzer-Effekt hier sieht ja noch geiler aus, Mann. Let's go. Let's go. 1:30 Zeit. Und die Grafik sieht einfach noch geiler aus als vorher, Leute. Aber die Grafik ist ja jetzt schon seit 2 Tagen ein bisschen erneuert worden von EA. Luis Figo, Louis macht das hier. Messi mit dem Freistoß. Und das ist das 2:0. Und wenn es natürlich so weitergeht, sollte es hier nichts dran scheitern an dem Sieg. Oh mein Gott, Mann. Was ist hier los? Wenn es so weitergeht und zack, ich komme in eine kleine Krise. Aber nur eine kleine Krise, weil ich jetzt schon wieder mit 2 Toren führe. Genauso muss es. Nächster Freistoß, Messi. Messi. 5:3. Komm, den spiele ich runter. Neymar nochmal hoch auf Rullet. Rullet ist vielleicht im Abseits. Nee, also Figo ist nicht im Abseits. Also Rullet nicht. Also Figo, die Flanke meine ich da halt, ne? So, 7:3, zack. Jawolski. Ich bin echt gespannt. Vielleicht kriegt man wirklich Ausbrutpunkte. Und EA hat es noch gar nicht. Weil ich nehme hier sofort, also ich nehme jetzt hier gerade echt 20 Minuten nach dem Osterevent halt auf, ne? 20 Minuten nachdem das Osterevent rausgekommen ist, nehme ich hier gerade auf. Deswegen kann ja natürlich sein, dass EA noch die Verbesserungen vornimmt im Laufe des Tages, im nächsten Tag und so. Mal gucken. Wir werden es einfach gleich sehen, oder vielleicht fixt EA das noch rein, weil das macht auch einfach Sinn, dass man pro Sieg die Ausbrütpunkte bekommt und nicht nur die Eier. So geht's mir, also das ist meine Meinung. Weil ansonsten würde man ja viel zu wenig Ausbrütpunkte bekommen, oder? Schauen wir einfach mal, komm. Wir gewinnen das Spiel und bekommen ein violettes Ei. Okay, also gibt es keine Ausbrütpunkte pro Sieg. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Es kann jeweils nur ein Ei ausgebrütet werden. Mit Ausbrütpunkten kannst du sofort ausbrüten. Ja, macht es eigentlich schon Sinn, wenn man sich hier solche Packs kauft, ne? Wir gucken uns auch gleich die Angebote im Shop an, Leute. Keine Sorge, weil ihr wisst ja, ich habe ja gesagt, dass ich mit dem Osterevent viel, viel machen werde. So, hier die Spieler. Golovin, Matic, Tadic, Thys Gangov, 99er, Alter. Ein Shevchenko und ein Lothar Matthäus Prime Icon. Holy shit, Mann. Wie heftig sehen diese Spieler bitte schön aus. Also Savic jetzt nicht so, Marlos sieht aber geil aus, Zielinski, Skriniar, Golovin. Also Golovin wäre echt ein Spieler, den ich sogar unter Umständen spielen würde. Tausche Osterpunkte, wo kriege ich denn die denn her? Ach, Korbboni kriege ich wahrscheinlich bei. Kriege ich jetzt hier, wenn ich Eier ausgebrütet habe, kriege ich hier Korbpunkte. Alles klar, dann haben wir das auch schon mal dazu gelernt. Und mit unserem goldenen Ei kriegen wir 6 Korbpunkte, Leute. Und mit diesen 6 Korbpunkten könnte ich mir hier Münzen und so weiter holen oder kann ich halt aufsparen für einen 96er Golovin oder für einen 99er Zyganigov. Zyganigov, Alter, schaut euch mal den an, ey. WTF, Alter, eine 99er Bewertung. Genau, also hier kann man die Korbpunkte dann ausgeben. Also hier kann man nichts spielen, sondern nur seine Punkte, die man halt in der Eiersuche bekommt, einlösen. Hier kann man sich weitere Ausbrütpunkte holen. Quasi wie eine kleine Kampagne im Bilderbuch Hase. Dafür hat man auch nur 3 Tage Zeit. Und das heißt, wir müssen richtig reinsuchten, dass man das hier schnell schafft. Hier kann man einen 84er Severovic abholen. Es gab ja vor ein paar Tagen eine Champions League Challenge. Da hatte ich den ja eingesetzt. Hier, Bilderbuch Tulpe ist noch gesperrt. Und Osterfest. Ah, okay. Es gibt verschiedene Kapitel.
Und pro Kapitel. Also man muss zuerst das Bilderbuch quasi komplett spielen. Dann schaltet man sich beim Osterfest hier den ersten Part frei. Kompletter Hase 18 bis 21. Das heißt, man muss schnell jetzt innerhalb von 3 Tagen das Bilderbuch Hase erfüllen. Dann kann man hier noch die Spiele machen, Skillspiele. Zack. Und dann kann man sich hier nochmal Ausbrütpunkte holen. Und wenn man dann alles, die ganzen 4 Kampagnen, die es im Osterevent geben wird, kann man sich dann noch einen Eggestein 90er Oster-Eggestein abholen. Das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich auch geil, dass es EA so Free-to-Play nochmal einen Eggestein hinterher wirft. Und ich finde das auch echt ein richtig, richtig geiles Event. Wenn nicht sogar das beste FIFA Mobile 19 Event, was es dieses Jahr gegeben hat. Also so ausführlich mit den ganzen Sachen, was man machen kann, mit den Punkten, die man einlösen kann und auch keine Zeit, also Zeitbegrenzung in dem Sinne schon hier für Bilderbuch, aber Zeitbegrenzung, ich sag mal so, man kann hier versus Angriff suchten, auch wenn es jetzt nicht so viel bringt, halt die Eier, rein zu suchten, eigentlich lohnt es sich nur 4-mal zu spielen, dann hat man halt seine 4 Felder da unten voll, also es macht schon Sinn, irgendwie diese Ausbrütpunkte sich zu, natürlich zu kaufen, im Shop dann natürlich, ne? Und da will ich noch nicht zu viel wegspoilern, weil ihr wisst ja, hier Osterpack, hier, schaut euch das mal an, Osterbundle, wie geil wäre das bitte schön, Osterbundle, zack, hier Osterpack, in einem Osterpack sind 50 bis 100 Ausbrütpunkte. Ich möchte es einfach mal austesten, ich habe ja nochmal ein paar Gems da oben, komm, ich hole mir mal ein Osterpack jetzt hier. Was bekomme ich da? Vielleicht nur die Ausbrütpunkte? Okay, ich bekomme leider nur die Ausbrütpunkte, aber ich habe jetzt 70. Das möchte ich jetzt nämlich austesten im Osterevent. Ob alle Eier 6 Stunden brauchen? Ach hier, 12 Stunden. Ja, okay, jetzt die Frage hat sich ja schon erledigt. Aber wie viele Ausbrütpunkte braucht das goldene Ei? Das möchte ich jetzt auch mal herausfinden. So, ich öffne das grüne Ei jetzt mal. Grünes Ei, zack. Bam. Und hau jetzt hier das goldene Ei rein. Weil ich da bekomme ja auch 6 Korbpunkte für. So. Wie viel Ausbrütpunkte? 100 brauche ich da, okay. 100 Ausbrütpunkte brauche ich da. Das ist natürlich schon... Holla der Waldfrosch, ne? Holla der Waldfrosch, sage ich dafür zu bloß. Aber ich finde, das ist ein geiles Event, definitiv. Wenn vielleicht die ein oder andere Verbesserung noch vorgenommen wird, wäre es noch geiler in meinen Augen. Aber es ist komplett so gesehen im kompletten, wie soll man sagen, overall ist es ein geiles Event meiner Meinung nach. Und es wird sicherlich das eine oder andere Pack-Opening geben, weil Osterevent, Leute, ich gebe euch auch was zurück. Natürlich, im ersten Sinn... wird natürlich mein Team dadurch stärker, aber natürlich feiert ihr auch die Pack-Openings, die es dann gibt, und ja, das müssen wir auch einfach mal so sehen, das heißt jetzt nichts, du gibst echt Geld aus, natürlich Leute, natürlich ist einfach der normale Verlauf eines Lebens, hört sich komisch an, aber es ist halt mein Geld und wenn ich mit meinem Geld mich dazu entscheide, da das ein oder andere Oster-Pack-Opening zu machen, dann ist es so, dann freut euch darüber, dass ihr geile Pack-Openings sehen könnt und ja, schreibt kein Müll oder sowas, ne, ist ja, das wollte ich jetzt nochmal am Ende sagen, das soll es gewesen sein fürs Oster-Event, ich hoffe, ich habe alles gezeigt und alles erklärt, so wie was man machen kann. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder so, schreibt es gerne unten rein. Ich bin jetzt hier raus, haut rein. Einen schönen Karfreitag wünsche ich euch, einen schönen Freitag und so. Wir sehen uns wieder um 20 Uhr am Karfreitag mit einem neuen, schönen, knackigen Video, Leute. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.